Hallo, heute Klemmbausteine zum Essen. Ja, ihr habt richtig gehört. Klemmbausteine kennt ihr ja, ne? Von der einen Marke, wo man so Sachen zusammenstecken kann. Und da habe ich was gefunden. Und zwar, jetzt sind so komische Klemmbausteine. Die kosten 2 Euro, die gibt es beim Teddy. Und die heißen Happy Blocks 4D. Was damit auf sich hat, sehen wir jetzt. Und zwar packen wir das mal aus. Ja, dann haben wir hier eine ganz normale Tüte. Ja. Laut der Verpackung wird ja eigentlich versprochen, dass man damit Sachen bauen kann. Hm. Schauen wir uns mal an. Ja. Ja, riecht auf jeden Fall sehr, sehr künstlich. Ja. Und wie ihr seht, sehen die auch aus wie so Klemmbausteine. Kann man da jetzt mit was bauen? Oder? Ja, irgendwie klappt das sogar. Tja, was kann man denn jetzt hier bauen? Also ich bin schon aus dem Alter ein bisschen raus. Ja. Bauen wir uns jetzt hier mal so eine Pyramide oder wie auch immer. Ja. Okay, wirklich stabil ist das hier natürlich alles nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal eine lustige Art und Weise zu spielen. Das heißt, wenn das Kind das Zimmer nicht aufräumen will, dann könnt ihr sagen, Leute, nicht auf, ihr braucht nicht aufzuräumen, esst euer Spielzeug auf. Das machen die Kinder mit Sicherheit dann lieber, das Spielzeug aufzuessen, als es wegzuräumen. Ja. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin künstlerisch unbegabt. Also keine Ahnung. Ja. Ja, wie ihr seht, hält das auch nicht so wirklich. Ist eigentlich eher nur so ein Joke. Aber wie gesagt, für 2 Euro. Ja. Okay, jetzt könnte man sagen, für 2 Euro bekommt man viel, viel mehr Süßigkeiten und Gummibärchen. Stimmt. Also das ist schon relativ teuer, aber so als Running Gag ist das, kann man das mal machen. Ja, ich fand es ganz lustig, hoffe ich auch. Ich probiere das jetzt mal, ob man da überhaupt essen kann. Hm. Ja. 2000 Jahre später. Hm. Ja, geschmacklich bleiben sie sehr auf der Strecke. Man merkt, das ist ein bisschen Orange, ja. Ja, auf jeden Fall guckt man sich wie ein Wolf, ey. Als wäre das hier irgendwie mit Silikon oder so gemacht. Ah, ups. Ah. Hm. Ah, auf jeden Fall sehr anstrengende Bärchen. Gummibären. Es sind ja keine Bären, Gummi. Weingummis. So. Ja, lecker. Hm. Relativ. Also ich weiß nicht, ob ihr dafür jetzt unbedingt 2 Euro ausgeben solltet. Also wenn ich mir jetzt das Video angucken würde, ja, ich persönlich würde es mir jetzt nicht mehr kaufen. Mal ehrlich gesagt, also essen kann man es, ja, schmeckt aber nicht so berauschend. Ich habe grüne hier. Ja, auch nicht so die Welt. Aber wie gesagt, jetzt wisst ihr, was drin ist für den Preis. Also relativ wenig für den Preis, finde ich. Geschmacklich, naja, gibt es Besseres. Ja, wisst ihr Bescheid, wenn ihr das beim Teddy seht, könnt ihr euch überlegen, ob ihr das riskiert oder nicht. Habt das Video ja jetzt gesehen. So, als Spaß kann man es vielleicht noch machen. Nein, hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Glocke aktivieren, abonnieren und ciao.